Moin Leute, ich bin's Alexander vom Kanal Survival Pirat. Ja, und ich begrüße euch herzlich zu einem neuen Video. Ja, heute regnet's, deswegen bestes Wetter, um ja, eine hohe Plattform zu bauen, um darauf zu pennen. Ihr seht hier schon die Sachen. Und das ist die Plattform. Ich habe da jetzt eben das Tarp schon mal hingelegt. Ich habe eben hier schon mal mit Schnüren, beziehungsweise letzte Woche das mit den Schnüren hier festgemacht. Der Rest wird aber alles mit Naturschnur festgemacht. Ja, und ihr seht schon, ich war hier schon am Gange und habe hier schon die ein oder anderen Verkantungen gemacht. Und ja, genauso geht es heute auch weiter. Ihr seht hier die Einkantungen schön eingesägt, Hälfte, Hälfte und dann eingekantet. Genauso auch hier drüben und da drüben. Genau, und ich würde sagen, damit machen wir jetzt weiter. Ich bin regenfest und die Sachen auch. Und ich zeige euch jetzt nochmal, wie ich das gelöst habe. Was mir immer wichtig ist, ist, dass ich habe jetzt hier gleich die Schlafsachen. Da ist der Defense 6 drin und sowas. Hier in dem Drybag sind nur Kamerasachen drin, damit ich das nicht immer alles auseinanderreißen muss. Hier in dem Rucksack ist jetzt nur noch Essen drin. Und hier unten sind die ganzen Werkzeuge, die wir heute für die Auskantungen brauchen. Also Hammer, Axt, Säge und so weiter. Und ich würde sagen, ich fange jetzt an zu bauen. Und mal gucken, wie das Wetter weiter sich verändert. Das erste, was heute an der Tagesordnung steht, ist eine Leiter zu bauen. Denn die müssen wir da anstellen, um hochzukommen, um das alles richtig festzuschnüren. Sonst macht das keinen Sinn. Und das sind 4 Meter die Plattform hoch vorne. Und die Leiter ist jetzt 5 Meter. Und die säge ich jetzt ab. Da müssen alle Äste ab. Und dann kanten wir die ein. Wie ich das mache, seht ihr gleich. So, hier sehen wir jetzt die Leiter dann an sich. Und jetzt machen wir mal 40er Sprossen und teilen das jetzt erstmal ein. Und dann geht's ans Auskanten und dann gucken wir mal, ob das Ganze hält. Die Leiter ist fertig eingeteilt. Ich habe jetzt immer hier 60er genommen. Also immer, die sind 60 cm lang. Und mit einem Abstand von 50 cm immer hier eingeteilt. Also hier sind jetzt immer zwischen den Tritten so gut 50 bis 55 cm dazwischen. Jetzt sind sie platziert, heißt jetzt geht es ans Sägen. Und wie das funktioniert mit dem Auskanten, zeige ich euch jetzt. Wir sehen, dass das auch am Ende passt, messe ich jetzt hier nochmal das ab. Von unten aus 50 cm hoch. Und dann zeige ich euch, wie wir das einkanten. Hier unten ist der jetzt noch ziemlich dick. Also ich habe jetzt vom Durchmesser unten einmal 8 und einmal 10. Und jetzt schieben wir den hier auf 50 hoch, halten den hier fest, nehmen uns entweder so eine Säge oder eine Bügelsäge. Das spielt keine Rolle. Und zeichnen uns den hier quasi an. Jetzt sehen wir hier einmal hier einen Schnitt und einmal hier. Und das Ganze müssen wir auf der anderen Seite genauso machen. Kommt eigentlich auch schon das Letzte, nämlich wir zeichnen das Ganze hier auch wieder drauf an. Reicht, wenn das nur angezeichnet ist. So, jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4 unsere Markierung. Und jetzt heißt es hier bis zur Hälfte einsägen. Ich habe alles ausgekantet. Und ja, jetzt kann man hier entweder eine normale Axt nehmen oder eine geile minimalistische Japak-Knife-Axt. Link davon ist in der Beschreibung. Der Vorteil hiervon ist, verdammt klein und wendig und sie liegt gut in der Hand. Und damit können wir jetzt hier gut die Sachen rausspalten. Noch eine gute Option, die ich euch nicht vorenthalten möchte, ist das Ganze hier mit einem Stemmeisen zu machen und einem Klopfholz. Genau. Dann seht ihr, wie das aussieht. Also das ist an sich die beste Variante,
Aber das habe ich jetzt auch nur dabei, weil ich halt die ganze Leiter mache. Wenn man jetzt ein paar Auskantungen hat, dann kann man das auch gut mit einem Axt oder einem Messer machen. Genau, das muss noch weg. Wichtig dabei ist, packt euch das irgendwo gegen. Also jetzt, ich habe es jetzt hier vorne gegen den Stamm gelegt. Und haltet eure Hände am besten eins am Stemmeisen und eins am Klopfholz, weil dabei können echt, ja, nicht so schöne Ereignisse passieren, wenn man abrutscht. Genau dasselbe hier. Hier können wir hier ganz quer so eine Holzfaser nehmen. Und dann haben wir das Ding hier in 0, nix ausgespart. Und das hat ja jetzt wirklich nur 5 Sekunden gedauert. Sehen wir hier unser Holz und sehen, passt perfekt rein. Wackelt jetzt so ein bisschen, also ist ein bisschen zu groß geworden. Aber das ist nicht schlimm, das ziehen wir am Ende mit einer Schnur. Man könnte jetzt auch noch einen Holznagel reinziehen. Aber da habe ich heute gedacht, ich mache es heute mal auf die leichte und einfache Variante. Die einfachste Variante wäre natürlich einfach nur den Stock zu nehmen und einmal zu kanten oder sogar gar nicht zu kanten und einfach drauf zu packen. Aber ich mache es heute mal lieber so, denn 5 Meter ist schon ein bisschen was. Die Leiter ist fertig. Genau. Ja, das hat mich jetzt gut 3 Stunden gekostet, aber es lohnt sich und die Verkantungen, die Aussparungen sind echt gut geworden. Heißt, ich muss nur bei den wenigsten eigentlich Schnur nehmen. Aber ich mache jetzt trotzdem bei beiden so eine 8 quasi drum mit Paracord. Das zeige ich euch jetzt. Mit der Naturschnur oder mit dem Paracord sieht das wie folgt aus. Wir haben hier jetzt unsere Verkantung. Und gehen jetzt einmal unten drunter. Obwohl das wahrscheinlich auch schon so hält. Und jetzt gehen wir wieder oben drüber. Das kann man dann nach beliebig oft machen. Und dann hat man hier quasi so eine 8. Man kann das auch doppelt machen. Und da ist es egal, ob man jetzt die Naturschnur nimmt oder das Paracord. Weil wir bauen das Ding hier eh irgendwann wieder ab. Geht man hier dreimal rein. Und dann zieht man das zu und dann hält das auch. Also so ist das fest.
Ich würde sagen, das mache ich jetzt, ich glaube, um die 20 Mal. Ja, es fängt an zu regnen und die Leiter ist fertig. Und wir können ja jetzt mal testen. Ist auf jeden Fall stabil. Ich habe den jetzt hier schon festgemacht. Jetzt lege ich hier erstmal den auf der anderen Seite richtig fest. Und wenn der fest ist, dann lege ich hier einen Querbalken. Und ja, es fängt auch gerade schon wieder an zu regnen. Mal gucken. Aber die Leiter steht, ist auch halbwegs stabil. Und ja, ich würde sagen, let's go.